Herzlich willkommen zum neuen Video von creativekiste.de. Ich wurde gefragt, wie das mit den Timern im Unterprogramm funktioniert, will ich gerne kurz zeigen. Ich habe dazu ein kleines Unterprogramm erstellt, wo ich eigentlich nur einen Timer alle 2, 4, 6 und hier unten noch 8 Sekunden schalte. Die Besonderheit, ich habe das so gemacht, der Timer ist in sich geschlossen, bedeutet also, solange die 4 Sekunden oder 2 Sekunden nicht erreicht sind, springt er zu sich selber zurück und wartet die Zeit so lang in sich selber ab. Zusätzlich habe ich im Hauptprogramm einen analogen Eingang angeschlossen und eine Bedingung, wenn der Wert gleich oder größer als 500 ist, dann schaltet er eine LED an. Die LEDs sehen wir hier und das sind die drei LED, die nacheinander angehen. Damit kann ich die eigentliche Frage, die gestellt wurde, schon beantworten. Und zwar, wenn in einem Unterprogramm eine geschlossene Zeitfunktion abläuft, wie hier, dann wird der Wert an das Hauptprogramm übergeben. Auch wenn hier die Zeitfunktion geschlossen ist, sieht man, dass der Wert hier ans Hauptprogramm übergeben wird und auch ausgeführt wird. Sieht man, dass die LEDs nacheinander angehen. Bedeutet also, ich kann im Unterprogramm solche Schleifen hier programmieren, ich kann das machen, der Wert wird an das Hauptprogramm übergeben. Aber in dieser Zeit hier macht das Hauptprogramm nichts. Ich drehe mal jetzt am Potty, dann sieht man zwar, dass der Wert übernommen wird, aber erst wenn das Unterprogramm einmal durch war, erst dann schaltet er den Ausgang. Ich mache es nochmal, sieht man also, ich habe den Wert verändert. Die Bedingung ist zwar wahr, aber er schaltet wirklich erst, wenn das Programm einmal durchgelaufen ist. Jetzt ist also die LED noch an. Und erst wenn das Programm einmal durchgelaufen ist, bedeutet also, wenn das Programm aus dem Unterprogramm herauskommt, dann führt er diese Funktion hier aus. Das kann natürlich sinnvoll sein, wenn man das nicht möchte, also wenn man möchte, dass diese Zeitprogramme das Hauptprogramm nicht blockieren, dann muss ich einfach die Nein-Funktion wieder zurück, oh, das hat sich verschoben hier, muss ich einfach das Nein direkt zu meinem Sub-Return legen. Dann wird das Hauptprogramm abgefragt. Dann kann ich natürlich das hier nicht machen, dass ich den gleichen Timer verwende und 2, 4, 6 hochzähle. Dann muss ich an dieser Stelle natürlich einen eigenen Timer verwenden und schauen, wo ich den resette. Also die zwei Dinge, ich denke, das ist klar. Wenn ich im Unterprogramm Timer verwende, die sich selber abfragen, dann wird dieser Wert, der danach kommt, ans Hauptprogramm übergeben und auch ausgeführt, wenn es wie hier zum Beispiel ein direkter Ausgang ist. Das Hauptprogramm selber ist aber an dieser Stelle pausiert. Wenn ich diese Pausierung nicht haben möchte, dann muss ich die Nein-Bedingung direkt wieder über ein Sub-Return zurückführen. So, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich konnte das ein bisschen erklären.